Unglaublich. Ich sag's euch, das sehe ich. Ich kann es alle bei bloß sagen. Unglaublich. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Also, neue Liebe. Stil, 23er Stil. Neue Liebe. Neue Liebe. Jawohl. Also, packen wir so. Reißen wir um. Schauen wir mal. Hoffentlich geht's gut. Also, ich störe euch daher und dann greife ich an. Den haben wir auch weg. Also, da ist nichts hin, wenn man den so hoch schneidet. Der ist faul, der war auch noch faul, da lasse ich lieber das Breckel stehen da herasten. Da ist sowieso, kriege ich auch nichts dafür, nicht? Ja, alle waren noch faul. Tatsächlich so, immer noch faul. Muss ich nochmal 1,50 Meter weg da. Von dem her, Wurzelanlauf viel ausgeprägter, überproportional ausgeprägt wie der Stamm ist ein Faul, aber so hoch auf, Wahnsinn. Und ganz interessant, schaut euch das an. Magröhre. So ein Stämmerl war das einmal. Genauso wie der da, ja, kann man sich nicht vorstellen. So ein Stämmerl war das einmal. Oh, jetzt zieht es ihn aus, schon, ja. Wie von Geisterhand, jawohl. So ein Stämmerl war das einmal. Das ist Magröhre. Magröhre, da drinnen ist Magröhre, ja. Das ist im Prinzip schon der Burschen. Dann wachsen die Jahresringe um. Und da ist so ein Standbein. Ja, unglaublich. Ja. So, also ich danke jetzt war noch nicht ganz leer, aber sonst geht er mal aus da. Ich danke jetzt so viel. Also noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam, danke das zweite Mal. So. Das ist natürlich ein Aspen, gell? Man muss ein Aspen haben. Alternativbenzin, Alternativmischung. Das ist natürlich ein Aspen, ne? Ist ja klar, in so eine alte Säge tut man da bloß ein Aspen rein. Ja. Ja, ist es so. Ne? Ist so. Schauen wir es eh noch. Das ist auch cool. Also das heißt cool, ne? Also, mit dem das aufmachen, ne? Das ist halt vorher so gewesen. Was ich jetzt auch schon gesehen habe, das ist die Schnitte, wenn du einen Trennschnitt machst, dann viel sauberer. Das ist wie mit dem Prozessor geschnitten, möchte ich mal sagen. Wie mit dem Prozessor geschnitten, wie ein Harvester. Weil die natürlich die keiner so einen sauberen Schnitt macht, weil das ist eigentlich, sag ich mal, ein Säge, was fürs Carving, Schnitzen und so weiter hernimmt, darf ich jetzt einmal sagen. Oder durchforsten oder was. Also ganz ein feiner Schnitt. Die macht so einen schönen Schnitt, der meiste hat mit, wie gesagt, mit der Harvester. Unglaublich. Also, nur Vorteile. Ja? Ach, nicht nur Vorteile, ja. Aber bisher vom Gefühl, ja, vom Gefühl her, reicht völlig das Sech. Brauche ich nicht groß umeinander. Yeah.
Tiefenschreien ist mir das Liebste. Das riecht so gut. Weil, unglaublich. Da geht das Herz auf. Harz, verstehst du? Es riecht. So, letzte Feuchte. Da schon her. Und da schöne Vegelhering. Ja. Also die letzte sind wir jetzt auch noch weg. Man muss dazu sagen, die waren krank. Gell? Also wenn man sich das anschaut, auch der mit dem 60er Durchmesser, gell, der ist im Prinzip krank. Krank gewesen der Baum und dann wird er irgendwann ein Risikobaum, weil der fällt von innen raus. Und dann fällt da irgendwie am drauf, das wollen wir auch nicht. Und nur dazu ist da der Herinner, der Kupferstecher gewesen, wie die Sau, wenn man sich die Baum anschaut, die haben sowieso tot. Die haben faktisch tot. Und von dem her muss man es aufräumen, das hilft nicht. Mit uns natürlich im Herzen, weil wenn man jeden Baum umschneiden muss, und besonders auch die Kiefern, mir gefallen einfach Kiefern. Der Duft, wenn du das anschneidest und auch am Sägeberg, wenn du das aufschneidest, das ist, der schluckt das Herz. In den Minuten gleich 30 Mal weniger. Ja, weniger. Ja, das ist ja ohne Scheiß. Glaube ich echt. Das beruhigt. Dann macht man da sauberes Brennholz draus und das kommt aufs Sägewerk drauf. Und die da, die arme Feuchterne, die erlösen wir jetzt, wie gesagt, Kupferstecher erinnert. Und dann ist es sowieso vorbei. Nicht? Also, ich habe jetzt die letzte Feuchterne weg und dann kommt nochmal ein kleines Fazit. Jawohl.
hört euch den Schnackel an, du. Das ist ein Fichtenmoped. Jawohl, da geht was, da geht was. Ein 23er 2,7 PS, der ist schnalzt. 30er Schwert. Unfassbar, schaut ihr. Vergleich mal hin. Ja, unglaublich. Jawohl. Gut, letzter ist gefallen. Da. Das Mutterl gibt da Gas. Beim Vatikanesel. Jawohl. Also, Fazit. 7 Feuchter, ein Kiefer, glaube ich. Am Anfang habe ich es gesagt. Ich kann nicht mehr zählen. Ich kann nicht mehr zählen. mit der 23er sehe ich, 30er Schwert, gar kein Problem. Kiefern, gar kein Problem. Die Borken von den Kiefern recht dick. Gar kein Problem für die 23er Sech. Der Gießgas, der geht gar nicht mehr von der Leistung runter. Ist unglaublich, also heute habe ich total unterschätzt. Der steht schon bei uns da. Das ist, wie gesagt, 30 Jahre alt. Jetzt habe ich es rausgezogen, ein bisschen hergerichtet. Ist worden von meinem Papa und von meinem Bruder. Ne? Ein bisschen mit dem Vergaser und so weiter. Vielen Dank an der Stelle. Und ich habe auch gescheit gefeilt. Mit der gescheiten Schneid. Und jetzt, ich bin perplex, ich sag's euch, ich bin sprachlos, was du mit der Säge kannst. Also ich bin am Überlegen, ob ich die Säge bloß noch hernehme. Die geht rein, die zeigt rein. Gut, ein Schneid macht alles aus. Nicht? Wenn du ein gescheites Schneid drauf hast, da kannst du alles schaffen. Nicht? Also die Säge ist das eine, aber das Schneid ist das andere. Und das ist meiner Meinung nach fast noch wichtiger. Weil das habe ich jetzt gesehen. Also 2,7 PS, gell? 2,7 PS. Das ist, im Prinzip haben wir jetzt da mit einem kleinen Mobettel geschnien. Ja? Mit einem kleinen Mobettel haben wir da jetzt ein paar Mal geschnien. Also da glaube ich, darf man schon sagen, das ist ein Fichtenmobett. Das ist ein wahre Fichtenmobett. Die anderen Sägen, die 500i und so weiter, die sind auch direkt die. Ja, Wahnsinn, da kannst du einen umbringen damit. Also, ich weiß nicht, gell? Aber das ist meiner Meinung nach immer nur das Original Fichtenmobett. Und das Fichtenmobett, das geht. Also wie gesagt, ich bin echt am überlegen, ob ich bloß natürlich hernehme, weil mir gelangt das 30er Schwert. Wenn ich mal einen Meter Durchmesser habe, gut. Dann müssen wir andere Sachen aufrücken. Aber alles andere machbar. Also. Und 30 Jahre alt. Ja, 30 Jahre alt, das ist echt, die schnurrt. Die geht rein wie die Sau. Saugeil. Also. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Gell. Ist ein Mehrteiler gewesen. Schaut euch die anderen. Oh, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, die anderen Videos, ist ein Mehrteiler gewesen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir fahren heim, wir essen ein bisschen was, dann geht es weiter heraus in den Forst. Dann schneiden wir wieder ein paar um. Gell? Alles klar, der Käfer ist wild drin. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv und abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig, jawohl. Aber der.